Texas, im heißen Klima der südlichen USA gelegen, ist das wichtigste Erdöl- und Erdgasgebiet der Vereinigten Staaten. In der Nähe der Großstadt Dallas liegen die riesigen Ländereien der Ewing-Familie, die hier im Mittelpunkt stehen wird. Die Säulen ihrer Macht sind die Rinderzucht und vor allem das Ölgeschäft. Von der South Fork Ranch aus hat Jock Ewing, unterstützt durch das Erbe von Miss Ellie, das Imperium aufgebaut. Jock hat sich seit einiger Zeit aus den aktiven Geschäften zurückgezogen und seinen Platz dem erstgeborenen Sohn John Ross, J.R. Ewing, geräumt. Dieser ist wild entschlossen, sein Vorrecht mit allen Mitteln zu verteidigen. Und er versteht es meisterhaft, die Fäden der Intrige derart raffiniert zu spinnen, dass er so manches Mal selber darin hängen bleibt. Der zweite Sohn, Gary, lebt schon lange nicht mehr auf der Ranch. Dafür aber seine Tochter Lucy. Und Bobby, der Jüngste, der die Goodwill-Touren der Firma übernommen hat, befindet sich gerade in New Orleans. Bei so viel Reichtum wird man natürlich nicht erwarten können, dass die Familie nur Freunde hat. Besonders dann nicht, wenn Erwerb und Erhalt dieses Reichtums auch auf illegalem Wege zustande gekommen sind. Und so nimmt denn die Familie Barnes den ersten Platz unter den Feinden der Ewings ein. Denn der alte Jock hatte seinerzeit Digger Barnes bei der Erschließung des Landes ganz entschieden geprellt. Kein Wunder also, dass gerade Cliff Barnes, Anwalt und Sohn des alten Digger, eine Fernsehkampagne gegen die Ewings initiiert, um dabei die Verfilzung von Politik und Wirtschaft ans Tageslicht zu bringen. Sicherlich ist das bisherige Leben der Ewing-Familie auch nicht gerade beschaulich verlaufen, aber neue, unerwartete Turbulenzen stehen ins Haus. Bobby Ewing hat nämlich ausgerechnet Pamela Barnes geheiratet. Und das auch noch hinter dem Rücken der Familie. Mama, das ist meine Frau. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na, vielleicht zuerst mal viel Glück und willkommen. Miss Ellie, darf ich mich ein bisschen frisch machen? Natürlich, selbstverständlich. Ich zeig dir wo. Ich finde mich schon zurecht, entschuldige mich. Ist sie nicht hübsch, Mama? Sie ist auch Cliff Barnes Schwester und Dicker Barnes Tochter. Aber Mama... Hör auf mit deinem Aber, Mama! Komm mit ins Haus. Ich hole nur die Koffer. Das kann warten. Untersuchungsausschuss. John? Ja, Ellie? Hast du was von Bobby gehört? Er ist hier, Jock, gerade angekommen. Dann schick ihn sofort her. Er muss nach Osten. Ich glaube nicht, dass das geht. Warum nicht? Weil er eine Ehefrau mitgebracht hat. Was? Eine Ehefrau. Bobby hat sich verheiratet. Und wer ist sie? Kennen wir sie? Ja, will wissen, ob wir sie kennen. Ja, das glaube ich wohl. Ihr solltet lieber gleich nach Hause kommen. Ich weiß nicht, wie ich euch erklären soll, wie die ganze Sache passiert ist. Zuerst mal habe ich zu ihr gesagt, ich liebe dich. Und sie sagte, ich liebe dich. Dann sagte ich, bist du sicher? Und sie sagte, das bin ich. Da habe ich gesagt, komm, wir heiraten sofort hier in New Orleans. Sie sagte, Bobby Ewing, das ist wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. 20 Minuten später haben wir dann vor dem alten Baptistenprediger gestanden und gesagt, ich will. Naja, und das war's dann. Ich wusste gar nicht, dass du so impulsiv bist, Bobby. Das habe ich selber nicht gewusst. Pamela, hast du dich in deinem Zimmer schon eingerichtet? Oh ja, danke vielmals. Ich habe nur ein kleines Köfferchen mit, aber morgen fahre ich nach Dallas und hole meine Sachen. Sagen Sie, Lady,
Wann macht Ihr Bruder endlich Schluss mit seinem Kreuzzug gegen die Ewings? Daddy, das dürfte nicht der rechte Moment sein, das zu besprechen. Ich wüsste nicht, warum. Keine Geschäftsgespräche um diese Zeit, Jock. Will noch jemand einen Schluck haben? Es ist noch hell draußen. Ich würde Pamela gern unsere kleine Behausung zeigen. Dafür ist später Zeit. Sie muss uns doch erst mal kennenlernen. Ich lerne Menschen am besten kennen, wenn ich mit ihnen allein bin. Ihr entschuldigt uns. Entschuldigt mich. Es ist kühl draußen. Wir sollten uns was Warmes überziehen. Na, wie gefällt's Ihnen? Es ist wunderschön. Ich muss mich für meinen Vater entschuldigen. Er stammt aus einer anderen Generation und ist gewöhnt zu sagen, was er denkt. Er erwartet selbstverständlich nicht von Ihnen, dass Sie ihm verraten, was Ihr Bruder für politische Pläne hat. Ich wüsste auch wirklich nicht, was ich ihm verraten könnte. Natürlich nicht. Ja. Sue Ellen und ich wohnen da in dem Häuschen. Das ist zwar nicht sehr groß, aber sehr bequem. Es hat eine kleine Küche und ein Wohnzimmer. Es gibt sogar ein zweites Schlafzimmer. Wir wollen ein Kinderzimmer daraus machen. Oh, ist Sue Ellen? Nein, noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir wollen einen Erben haben. Familienoberhaupt für die nächste Generation und das Geschäft. Bobby und ich wollen auch Kinder. Selbstverständlich. Wer wohnt denn da? Jetzt niemand mehr. Da hat unser mittlerer Bruder Gary gewohnt. Er lebte dort mit seiner kleinen Braut, aber nur kurz. Hat sie ihr Bruder dazu angestiftet, Miss Barnes? Ich halte das für keine so ungewöhnliche Frage, Miss Barnes. Mrs. Ewing, entschuldigen Sie mich bitte. Vielleicht wäre es angebrachter zu fragen, was für eine Abfindung Sie verlangen für die Annullierung dieser Farce. Lassen Sie meinen Arm los. Noch würde ich es mich etwas kosten lassen, damit keine Unannehmlichkeiten entstehen. Aber wenn Sie unbedingt herausgesetzt werden wollen, und dazu wird es kommen, dann werden Sie am Schluss überhaupt nichts kriegen. Hallo, was ist los? Oh, nur ein kleines geschäftliches Gespräch. Mutter mag nichts vom Geschäft hören, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Ich weiß, unsere Mutter ist eben altmodisch. Komm, Liebling. Was hast du gemacht? Ich habe sie gefragt, wie viel sie verlangt. Ich wollte sie abfinden. Ach du Esel, du. Augenblick mal, Daddy. Du hast mich ganz aufgeregt im Büro angerufen, dass Cliff Barnes uns im Fernsehen fertig macht. Du willst doch nicht, dass Bobby mit Cliffs Schwester verheiratet ist. Das sage ich auch nicht. Nur du solltest langsam lernen, subtiler zu sein. Wozu sollte ich subtil sein? Weil du dir sonst Konkurrenten zu Feinden machst und Feinde zu Fanatikern. Übrigens ist das Ganze gar nicht so schlimm, finde ich. Wirklich nicht? Du siehst doch, was dabei rauskommt. Bobby will aus dem Außendienst in die Geschäftsführung. Was ist dagegen zu sagen? PR ist wichtig. Schmieren und bestechen weiter nichts. Der Junge soll allmählich sesshaft werden und richtige Verantwortung übernehmen. Du hast mir deinen Platz eingeräumt. Sicher, das ist gut so und soll auch so bleiben. Aber ich habe mehr als einen Sohn. Und du musst schließlich nicht alles allein machen. Kümmere dich lieber um deine Frau, Junior. Sonst kriegen die beiden zu viel Vorsprung. Und dann stammt mein erster Enkel von den jungen Leuten. Gute Nacht. So leicht gibt sich J.A. natürlich nicht geschlagen. Besonders, da er einen Angriff auf seine Position in der Firma befürchtet. Obwohl sich Ray Krebs, der Vormann auf der Ranch, längst mit Jocks Enkelin Lucy über den Verlust seiner früheren Freundin Pamela hinweggetröstet hat, schafft J.R. es doch, ihn so weit unter Druck zu setzen, dass Ray sich in seinen Plan fügt. Das Vorhaben lässt sich jedenfalls ganz gut an. Bobby, tut mir leid, dass ich euch stören muss. Wir haben erfahren, dass die Hearings für eine Weile eingestellt werden. Deshalb möchte ich, dass du für ein paar Tage nach Osten gehst. Ach, J.R., ich dachte, dieser Punkt wäre erledigt. Bobby, es ist das letzte Mal, aber es muss sein. Ein paar Leute da unten stehen in unserer Schuld. Ich möchte, dass du sie daran erinnerst. Und ein paar andere sind da, denen man Verständnis für unsere Lage beibringen muss. J.R., ich will damit nichts mehr zu tun haben. Das brauchst du auch nicht, wenn die Hearings vorbei sind. Du solltest morgen früh fahren, es dauert höchstens 3-4 Tage. Gute Nacht. Pamela, wo ist Bobby? Er kommt sofort. Machst du einen Spaziergang? Ja. Ray dreht heute eine Runde mit dem Hubschrauber. Und nachdem du jetzt seine Ewing bist, möchte ich, dass du dir hier alles mal ansiehst. Also, warum fliegst du nicht mit ihm? Nein, danke. Nein? Wieso, was ist denn? Hast du Angst vorm Fliegen? Nein, davor habe ich keine Angst. So. Vielleicht eine ganz gute Idee. Es wird dir gefallen. Übrigens, bist du schon mal in einem Hubschrauber geflogen? Nein. Ray, du fliegst mit über die ganze Ranch. Zeig ihr alles, was sie sehen will. Tu ihr jeden Gefallen. Okay?
Bobby! Hallo. Hast du Pamela gesehen? Ja, natürlich, vorhin. Sie wollte einen Spaziergang machen, um sich hier alles anzusehen. Sie ist bestimmt wütend wegen meiner Reise. Ich kann es ihr nicht übel nehmen. Komm, hör auf, dir selbst leid zu tun, mein Junge. Ich hätte mich nur gern von ihr verabschiedet. Naja. Ich bin sicher, unter diesem Farmland hier ist eine Menge Öl. Aber der alte Southworth, du weißt, das war Ellis Vater. Er hat die Ranch Tortue nur vermacht, wenn es für alle Zeiten eine Ranch bleibt. Rinderzucht bringt natürlich nicht viel, im Vergleich zum Öl jedenfalls. Dem alten Jock ist sie richtig ans Herz gewachsen, die Viehzucht. Er sieht sich gern als echten Ranger. Ich würde vorschlagen, dass wir da runtergehen. Vielleicht ist dies nicht der Augenblick, es dir zu sagen. Aber wir beide haben gut zusammengepasst. Sehr gut. Weißt du, wir hätten heiraten sollen damals. Ich glaube, ich musste dich erst verlieren, um das zu begreifen. Nein, ich weiß nicht. Lass uns von was anderem sprechen. Na gut. Na, wie ist es? Willst du schwimmen? Was? In dem kalten Wasser? Früher mochtest du es doch kalt. So kalt auch wieder nicht. Weißt du, in den alten Zeiten hätte ich das nicht tun müssen. Gott, meine Gemeinheit! Was fällt dir ein? Dann geh doch raus! Oh, ist das kalt! Ray, bist du total verrückt geworden? Also das werde ich dir nie vergessen. Reg dich ab! Ich mache Feuer! Dann wird es dir bald wieder warm. In Ordnung? Schmeckt dir mein Kaffee nicht? Doch, sehr sogar. Du bist wunderschön. Sollten wir jetzt nicht zurückfliegen? Ich hoffe, du gibst zu, dass du in den letzten Tagen nicht oft was zu lachen gehabt hast. Es war heute lustig. Fand ich auch. Was ist das? Was? Da kommt ein Auto. Das ist J.R. Unmöglich. Er ist auf dem Weg nach Austin mit Bobby. Aber er ist es und Bobby ist bei ihm. Wieso? Das ist eine Falle. Was? J.R. hat das eingefädelt und du hast ihm geholfen. Aber Pam, wie kommst du denn auf so eine Idee? Hier ist nichts passiert. Und das wirst du mir bestätigen. Ich kann doch nichts dafür, wenn dein Mann irgendwelche Schlüsse zieht. Doch kannst du was dafür. Und wenn du mich im Stich lässt, erzähle ich J.R. von dir und Lucy. Von mir und Lucy? Ich habe euch zusammen aus der Scheune kommen sehen. Und sie hatte nichts Eiligeres zu tun, als mir alles zu erzählen. Wenn du J.R. das sagst, bringt er mich um. Das stimmt, genau. Also gib mir Rückendeckung, sonst bist du erledigt. Hallo, J.R.? Guten Tag. Hallo, Liebling. Schön, dass du da bist. Hast du gemerkt? J.R. wusste genau, wo wir sind. Eine dumme Sache. Pam ist in den See gefallen und ich bin ausgerutscht, als ich ihr helfen wollte. Bobby, wenn ich du wäre... Ich würde den Mund halten, wenn ich sie wäre. Ray hat mir die Ranch gezeigt, aber es war J.R.'s Idee. Stimmt das, J.R.? Hatte die Fahrt nach Osten deshalb Zeit, damit du mich hierher bringen konntest? Das mache ich nicht mehr mit. Pamela ist meine Frau und du wirst sie mit Respekt behandeln. Hör mal zu, kleiner Bruder. Ach, was, kleiner Bruder? Den Quatsch mit dem kleinen Bruder kannst du dir sparen. Damit ist jetzt auch Schluss. Langsam. Nein, wir werden zwar immer Brüder sein, J.R. Aber wenn du mich zwingst, jemals eine Wahl zu treffen, werde ich weder dich noch die Familie wählen, sondern allein meine Frau. Und nun hör du mal zu. Ja, Bobby? Pamelas Vergangenheit interessiert mich nicht. Sie ist damals nicht meine Frau gewesen, aber jetzt ist sie es. Und das merkt dir gefälligst. Du verstehst das nicht. Das war ein verdammt dummer Trick, J.R. Und wenn du das nochmal tust... Bruder! Bitte! Sie ist meine Frau, J.R. Und das wird sie auch bleiben.
Aber nicht nur die Ewing-Familie ist entsetzt über die neue Konstellation. Auch bei den Barnes stößt die Heirat von Pamela und Bobby auf wenig Verständnis. Und als ich hörte, dass meine kleine Schwester geheiratet hat, wollte ich Sie fragen, was Sie sich dabei gedacht hat, einen Ewing zu heiraten. Ich habe einen Mann geheiratet. Bobby Ewing ist nicht irgendein Mann. Er ist in erster Linie ein Ewing. Und du weißt, was das für Leute sind. Ich gehöre jetzt zu ihnen. Du bist doch mal schlimmer als ich gewesen. Rachepläne hast du geschmiedet. Vielleicht ist es die beste Rache, einen von ihnen zu heiraten. Ich wette, die Ewings denken das. Es ist mir egal, was sie denken. Und auch, was du denkst. Ich liebe Bobby Ewing und allein das zählt. Das kaufe ich dir nicht ab. Was ist mit Digger? Wann wirst du es ihm sagen? Alles zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit? Ich bitte dich, Pam. Dein Vater hätte es als Erster erfahren müssen. Ich bin jetzt nicht in der Lage dazu. Das nehme ich dir schon eher ab. Aber nicht, wenn du mir erzählst, was für eine starke Natur du bist. Wo willst du hin? Was ist das? Das glaube ich nicht, dass du so einen Wagen fährst. Das ist schön. Ich muss es ja wohl tun. Wo fährst du hin? Pam, wo du hinfährst? Digger suchen. Kommst du mit? Nein. In dem Schlitten fahre ich nicht. Dann eben nicht. Also, 1930 war mein großes Jahr. Mein Partner und ich sind losgezogen, hier in Texas. Ich bin einfach meiner Nase nachgegangen und dann sagte ich, hier. Er ist zurückgegangen zur Registrierung des Claims, während ich da blieb und gebohrt habe, bis ich dachte, dass es genug ist. Es war 10-mal mehr da, als wir hier ausgehen konnten. Ich sagte zu ihm, lass es erreichen. Und dann sah er mich an und lachte mir einfach ins Gesicht und sagte, dass ich gar nichts zu sagen hätte, weil mir nichts gehörte. Ich habe versucht, ihn umzubringen. Ich habe 2-mal versucht, Jock Ewing umzubringen. Aber ich war zu ungeschickt. Ich kann nach Öl bohren, aber morden kann ich nicht. Da siehst du es, Pammy. Der Erfolg von Jock Ewings Gewissenlosigkeit. Augenblick. Mann, Miss Karin, hätte ich vielleicht... Vater, komm. Seid doch ruhig hier mit euren Ratschlägen. Ihr habt alle gut gelesen. Hör mal, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Was soll denn das? Schon gut, schon gut. Ich freue mich. Pammy. Daddy, alles in Ordnung? Klar. Daddy... Ich komme, um dir was zu sagen. Also, ich wollte dir sagen, ich habe geheiratet. Sieh mal, wie du das gedacht. Daddy, bitte sei mir nicht böse. Oder gekränkt. Ich liebe meinen Mann, Daddy. Das denke ich mir. Aber es ist Bobby Ewing. Daddy, der Mann, den ich geheiratet habe, ist ein Ewing. Jock Ewings. Bei den Ewings, die mit ihren Gefühlen wahrhaftig sparsam umgehen, hat Pamela weiterhin einen schweren Stand. Auch Sue Ellen macht aus ihrer Ablehnung kein Geheimnis. Für sie ist die neue Ewing eine ernste Konkurrentin. Guten Abend. Guten Abend. Hier ist ja Hochbetrieb. Ach, ein paar Freunde kommen heute Abend vorbei. Kann ich euch helfen? Ach, das wird nicht nötig sein. Weißt du, wir haben da so eine besondere Art. Wir sind irgendwie aufeinander eingespielt. Bobby, du sagst, es wird besser. Stattdessen wird es nur immer schlimmer. Sie haben beim Essen kaum mit mir gesprochen. Ich weiß, Liebling. Du bist eine Ewing. Wenn ihnen das erst mal klar ist, werden sie dich genauso lieben wie ich. Aber was tun sie, bevor ihnen das klar ist? Keine Sorge, Liebling. Es wird alles klar gehen. Wenn du es sagst, glaube ich es. Ganz besondere Aufmerksamkeit wird Pamela allerdings weiterhin von J.R. gewidmet. Wenn auch die Lektion, die Bobby seinem Bruder nach dessen erster Intrige erteilt hatte, nicht an Deutlichkeit zu wünschen übrig ließ, so wäre es doch weit gefehlt, daraufhin etwa anzunehmen, dass J.R. seine Haltung ändern würde. Und zwar schon deshalb nicht, weil er Bobbys Eintritt in die Geschäftsleitung von Ewing Oil natürlich auf die Ehe mit Pamela zurückführt.
Was Besonderes? Bobby ist draußen mit den Verbandsprotokollen. Und? Er macht sich Gedanken, dass du es schaffst, bei Ewing Oil immer die Stimmenmehrheit zu haben. Was hast du erwidert? Dass du viel Überzeugungskraft hast. Und Glück. Ich weiß es selbst nicht so genau. Gut, sage mich, ich habe noch eine Stunde zu tun. Ich denke mir was aus. Okay. Verdammt. JR? Ja, Bobby? Kann ich dich kurz stören? Komm mal rein. Sag mal, könntest du mir vielleicht deinen kleinen Gefallen tun? Aber gern. Worum geht es? Erklär mir das Geheimnis deiner Überzeugungskraft. Das ist kein Geheimnis, solange es in der Familie bleibt. Du warst doch auch jahrelang im Außendienst sehr überzeugend, während ich hier gesessen habe. Das ist es ja, JR. Ich bin nicht mehr im Außendienst. Ja, das weiß ich. Sehr gut sogar. Ich möchte dir sagen, wie sehr es deinen Vater freut, dass du sesshaft geworden bist und bei mir in der Geschäftsleitung arbeitest. Sicher, und ich glaube, damit habe ich jetzt auch das Recht, in alles Wissenswerte eingeweiht zu werden. Tatsächlich? Weißt du, so einfach ist das nicht. Was soll das heißen, Cher? Wir sind doch Brüder und keine Feinde. Nein, selbstverständlich sind wir keine Feinde. Aber während du dir da draußen die Hörner abgestoßen hast, habe ich von der Pike auf alles gelernt. Du hast Football gespielt und Preise gewonnen. Ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist. Aber ich habe hier unter unserem Vater hart schuften müssen. Und glaub mir, es war nicht leicht für ihn zu arbeiten. Ja, das kann ich mir denken. Wirklich? In den letzten Jahren war es deine Aufgabe, Spritzen zu verteilen und Freunde von Ewing Oil auszuführen und zu bewirten. Du hattest hübsche Frauen um dich und brauchtest nur charmant zu sein. Ich habe mich für die Firma aufgeopfert. Unter mir ist sie groß geworden. Ja, das stimmt. Ich glaube, du hast nur immer einen Gedanken gehabt. Erfolg für Ewing Oil. Ich glaube, dafür lebst du, nur dafür. Ja, tue ich. Ist mein Lebensinhalt. Und ich möchte dir noch was sagen. Als der Chef des Unternehmens habe ich bisher alle geschäftlichen Entscheidungen allein verantwortlich getroffen. Das ist meine Aufgabe. Meine allein. Und solange ich hier der Chef bin, wird es auch so bleiben. Weißt du jetzt Bescheid? Oh ja, Chef. Ich weiß mehr, als ich wissen wollte. Tja, und dann wäre da noch der Fall Orloff. Der Senator ist ein alter Freund der Familie und muss nun befürchten, dass Cliff Barnes hinter seine vielfältigen Beziehungen zu den Ewings kommt. Und diese Ängste sind durchaus berechtigt, denn der Anwalt Barnes versteht es, auch Gegner weich zu klopfen. Zwar steht Julie Gray, die Sekretärin und Geliebte von J.R., noch auf dessen Seite, aber da sein Benehmen gegen sie nicht immer ihren Wünschen entspricht, könnte sich das wohl auch ändern. Cliff Barnes! Müssen wir uns immer per Zufall treffen? Sie sind unser Feind, Mr. Giftzahl. Man darf uns nicht zusammen sehen. Das finde ich ja gerade so aufregend. Sie vielleicht. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, nach 6 Uhr wird aus dem Giftzahn ein Prinz. Schade, dass ich die Verwandlung nie miterleben werde. Das können Sie, wenn Sie mit mir mal abends essen gehen. Und nach 2 Drinks quetschen Sie mich über alle Geheimnisse der Jungs aus. Na und? Das wäre doch komisch. Sie quetschen, während ich dicht halte. Sicher? Bis ich Ihre schwache Stelle finde. Und dann flüstere ich Ihnen zu. Namen, Daten, Fälle. Wir stehen auf verschiedenen Seiten. Aber das sollte uns nicht hindern, mal zusammen essen zu gehen. Aber das tut es. Na schön. Denken Sie darüber nach. Und falls Sie Ihre Meinung ändern sollten, das ist meine neue Nummer. Sie ist geheim. Es würde nett werden. Das könnte ich mir auch vorstellen, Cliff Barnes. Auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Oh, guten Tag, Liebling. Tag. Wie war dein Tag? Unergiebig. Oh ja, mein Tag war sehr nett. So. Ich habe ein bisschen eingekauft mit Miss Ellie. Hm. Sehr gut. Dann werde ich mal duschen. JR? Ja? JR, kommst du noch mal her? Was ist denn? Sei so nett, komm einen Moment her. Gern, Schatz. Was ist? Ich wollte fragen, ob du nicht mit dem Duschen noch etwas warten könntest. Ich bin verschwitzt. Das weiß ich, aber ich... Ich liebe dich so, wie du bist. Auch verschwitzt. Nanu.
Was ist denn in dich gefahren? Eine Lady führt sich nicht so auf. Vielleicht will ich mich nicht als Lady aufführen. Du bist schließlich meine Frau. Bitte zieh dir was über. Hm? JR? Was denn noch? JR, wir sind verheiratet. Ich habe manchmal das Gefühl, du vergisst es. Hör zu, dieses Nachthemd gefällt mir nicht. Ich finde es geschmacklos. Geschmacklos? Bin ich so früh nach Hause gekommen, um mich zu streiten? Ich will mich auch nicht streiten. JR, bitte JR. JR, wir müssen miteinander reden. JR, wir schlafen nie mehr miteinander. Jetzt reicht es. JR! Seit Monaten nicht mehr so miteinander gesprochen. Es fehlt mir. Es tut dir gut, wenn du dich aussprechen kannst. Ja. Weißt du, was ich glaube? Was? Du solltest noch einen Drink nehmen und nach Hause fahren. Da wartet deine Frau auf dich. Von mir aus soll sie warten, bis sie schwarz wird. Warum hast du sie dann geheiratet? Also, Julie, fang doch nicht wieder damit an. Ich will nicht mehr über Sue Ellen sprechen. Worüber willst du dann sprechen? Gia, sei doch vernünftig. So geht das nicht weiter. Liebst du mich? Immer noch. Ich hab dich geliebt vor Sue Ellen. Ohne jede Hoffnung auf eine Heirat. Ich habe die Dinge akzeptiert, wie sie waren. All die Jahre. Du kommst einfach her und dann bleibst du. Aber morgens dann. Am Morgen, Gia. Du bist die einzige Frau, mit der ich sprechen kann. Auf die ich mich stets verlassen konnte. Ja, jeden Morgen habe ich allein frühstücken müssen. Ich brauche dich so sehr. Wann war dein Geburtstag? Vorgestern. Verdammt. Ich habe ihn vergessen. Nicht so wichtig. Oh doch. Unsinn. Geh doch erst morgen. Dann können wir zusammen frühstücken. Ich kann nicht. Geh und kauf dir davon was Hübsches. Die Sache völlig unter uns bleibt, dann passiert ihm nichts. Und uns passiert auch nichts. Aber wovor hat Orloff denn solche Angst? Er gerät in Panik, weil sie ihn weich machen. Es steht nichts auf der Liste, was uns belasten könnte. Es weist nichts auf uns hin. Moment, da könnte doch was sein. Ich habe doch gestern gelesen, dass wir eine zweite Hypothek auf Orloffs Haus besitzen. $50,000. Sie wurde nie getilgt und wir haben auch nie darauf bestanden. Stimmt's? Na und, das weiß doch keiner aus. Sie ist nicht eingetragen. Es existiert nur eine Kopie des Vertrages und die haben wir. Ich möchte sie sehen. Ich habe sie zu Hause vergessen. Das habe ich gemeint, Bobby. Solche Dokumente müssen immer im Büro bleiben. Ich rufe gleich Pimmy an, dass sie es vorbeibringt. Verdammt. Ich habe ihm eingehämmert, er soll unsere roten Akten nicht mit rausnehmen. Was ist bloß in ihn gefahren? Aber wir sollten Orloff mal daran erinnern, wer seine Freunde sind. Und zwar deutlich. Du weißt, Bill hat mir vor Jahren unter die Arme gegriffen, als sie damals Ölkonzessionen an den Straßenecken verkauften. Ich vergesse meine Freunde nicht, Junior. Niemals. Hallo? Ich bin's, Pam. Hallo, Liebling. Hör zu, ich habe eine Akte zu Hause vergessen. So, weißt du, wo sie liegen könnte? Ja, ich habe auf der Couch darin geblättert. Sie ist vielleicht runtergerutscht mit dem Namen Orloff drauf. Ja, ich hab sie. Na Gott sei Dank. Kannst du sie vorbeibringen, wenn du zu deinem Bruder führst? Natürlich. Bis später. Guten Tag, Pam.
Ist das die Orloff-Akte? Ach so, ja, das ist sie. Wie geht es Ihnen? Oh, ganz gut. Wollen Sie Bobby sprechen? Geht das? Wenn Sie in seinem Büro warten, hole ich ihn. Gut, vielen Dank. Hallo? Julie? Oh, das ist aber eine Überraschung. Ja? Ich habe gerade an das Essen gedacht. Ach ja, bei dem ich Sie ausquetsche und Sie dicht halten. Ja. Sie sagen ja? Nicht nur das, ich bezahle sogar. Cliff Barnes hält eine Pressekonferenz ab. Gerade jetzt. Er hat ein Dokument in der Hand. Eine Kopie von Orloffs zweiter Hypothek. Sie kann nur von der Akte stammen, die mein kleiner Bruder gestern zu Hause hat liegen lassen. Und die seine bezaubernde Frau uns gestern nach Dallas gebracht hat, wo sie zufällig mit ihrem Bruder gegessen hat. Mit Cliff Barnes. Ich wüsste gern, wie Cliff Barnes an das Dokument gekommen ist. Wir haben einen Spion im Haus. Du hast kein Recht, so einen Verdacht auszusprechen. Wäre ein Idiot, wenn ich was anderes dächte. Sie ist meine Frau, J.R. Woher hat Barnes das Dokument? Keine Ahnung, aber sie hat es ihm nicht gegeben. Wer denn? Hört auf, in diesem Haus rumzuschreien. Entschuldige, Mama. Du hast das Dokument hier gelassen. Und soviel ich weiß, hatte sie eine Verabredung mit ihrem Bruder. Das ist immer noch kein Beweis. Immerhin befand sich das Schriftstück nur zu dem Zeitpunkt, nicht in deiner oder meiner Hand. Daddy, du weißt doch, dass sie so etwas nie tun würde. Warum sagt denn niemand etwas? Sie ist meine Frau. Will niemand von euch sie verteidigen? Du verlangst zu viel, Bobby. Ich verlange, dass meine Familie meiner Frau glaubt. Du, ich war bei Cliff. Er lehnt es ab, mir zu helfen. Wie geht es mit deiner Familie weiter, Bobby? Wie können wir dich wieder mit ihr versöhnen? Uns mit ihr versöhnen. Wir müssen feststellen, wie er an die Kopie gekommen ist. Wer hatte Zugang zu der Akte? J.R., mein Vater und ich. Deinen Vater können wir streichen. Ebenso J.R. Er würde doch nicht seinen wichtigsten Mann in seine Art bloßstellen, nur um mich zu blamieren. Na, du und ich waren es auch nicht. Da wäre noch Julie. Sie hat die Akte als letzte in der Hand gehabt. Sie könnte die Akte fotokopiert haben. Julie war es nicht. Wie kannst du so sicher sein? Sie und J.R. hatten ein paar Jahre eine Sache laufen. Was für eine Sache? Naja, Verhältnis wäre übertrieben. Sex? Es war jedenfalls nichts Festes. Sie ist gern nett zu ihm und tröstet ihn, wenn er deprimiert ist. Das ist der Beweis. Das verstehe ich nicht. Cliffs neue Nummer ist erst ein oder zwei Wochen alt und geheim. Du bist schön und klug und ich mache so einen Kaffee. Sie hören Nachrichten. Oder möchtest du noch was anderes dazu? Nein, ich habe einen Freund, der will, dass meine Figur so bleibt, wie sie ist. Den mexikanischen Außenminister im Weißen Haus empfangen. Austin. Senator Orloff ist mit sofortiger Wirkung seines Postens enthoben worden. Der Schritt erfolgte, nachdem gestern der Berater des Untersuchungsausschusses des Senats, Cliff Barnes, auf einer Pressekonferenz enthüllt hatte, dass Mr. Orloff ein zinsloses Darlehen... Warum hast du ausgeschaltet? Ich wollte es gern hören. Was ist denn? Cliff, ich denke, dass du das so gewollt hast. Hast du nicht gesagt, du willst die Gauner aus ihren Ämtern jagen, dass die Verwaltung endlich wieder sauber wird? Das wollte ich. Das will ich noch. Das geht aber leider nicht ohne Orloff. Er ist die Schlüsselfigur. Ich brauche ihn dringend, um endlich die Ewings zu entlarven. Also hinter den Ewings bist du her. Du kümmerst dich einen Dreck um eine saubere Verwaltung. Moment, Julie, das können wir immer noch machen, weil du auch weiter an die Akten rankommen wirst. Oh, Cliff. Du erinnerst dich bestimmt noch an den Landkauf, den J.R. vor 2 Jahren abgeschlossen hat. Die Unterlagen brauche ich. Und was ist mit den Ölkonzessionen, die er für den halben Preis gekriegt hat? Aber das mit uns beiden, das war kein Theater. Glaub mir. Du bist genau wie J.R. Ausnutzen, ausnutzen, ausnutzen. Ich war ehrlich. Ich war die ganze Zeit ehrlich. Ich habe immer gesagt, dass ich versuchen werde, dich auszuquetschen. Versuchen werde, dich auszunutzen. Aber wie edel klangen deine Motive. Ich bin gut, die anderen sind schlecht. Das ist der Unterschied. Das finde ich nicht. Ich habe hier das gleiche Gefühl. Ich werde ausgenutzt.
Tag, Bobby. Ist Julie schon im Hause? Nein, sie übergibt wahrscheinlich weitere Papiere an Cliff. Was sagst du? Julie hat Cliff Barnes die Unterlagen gegeben. Das ist der beste Witz, den ich je gehört habe. Schon möglich. Aber es ist die Wahrheit. Du bist wohl nicht ganz bei Trost. Du hast zu viel Fantasie. Julie kennt Barnes. Woher weißt du das? Unwichtig. Pam übergab die Akte Julie. Julie machte von ihr eine Fotokopie und übergab die Barnes. Das sind doch bloße Vermutungen. Julie ist viele Jahre bei uns und verdient unser Vertrauen. Und warum verdient meine Frau unser Vertrauen nicht? Sie hat es sich noch nicht erworben. J.R., ich werde heute Abend zur Ranch rauskommen und allen sagen, welchen Verdacht wir haben. Wenn du das tust... Dann muss ich auch über dich und Julie auspacken. Das tust du sicher nicht. Warum nicht? Weil wir Brüder sind und ich eine Frau habe. Ich habe auch eine, aber ich werde dich nicht verraten, J.R., und ich werde auch deine Ehe nicht ruinieren. Und dich, Mama und Daddy, nicht auseinanderbringen. Mit anderen Worten, ich werde nicht tun, was du mit mir gemacht hast, Bruder. Julie, Ich kündige. Was? Ich habe Barnes die Akte gegeben. Warum? Er hat mir als Liebhaber gefallen. Er hatte eine Belohnung verdient. Du liebst ihn? Ich liebe niemanden. Warum hast du etwas getan? Du würdest es doch nicht verstehen. Du verstehst doch nichts. Ich habe es ihm gesagt. Alles Gute, J.R. Niemand, nicht ein Mitglied meiner Familie hat ein Wort zur Verteidigung meiner Frau gesagt. Einen Augenblick. Es ist nicht deren Fehler, Bobby, sondern meiner. Also, diese Sache mit Julie ist wirklich kaum zu fassen. Daddy, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich bin genauso froh wie jeder hier, dass diese verdammte Geschichte geklärt wurde, aber man hat meiner Frau Unrecht getan. Bobby, das ist doch ausgestanden. Nein, es gibt doch keine Entschuldigung dafür. Aber natürlich, Bobby. Wir alle hielten sie für schuldig. Vielleicht hätte ich mich an eurer Stelle genauso verhalten. Das ist aber großzügig von dir, Pamela. Du warst am hartherzigsten, J.R. Das bedauere ich. Akzeptiert. J.R., ich verlange, dass du und Pamela ein für alle Mal eure Feindschaft begrabt. Kommt, ich möchte, dass ihr euch jetzt zur Versöhnung einen Kuss gebt und euch vertragt. Na, was ist? Küsst euch.